Ja, herzlich willkommen zurück zu WL. Dan und ich machen jetzt mal das Review zum großen Preis in Italien. In Monza. Ich weiß, nicht in San Marino. Nicht in Imola. Nein, Italien. So, dafür werden nochmal für die Fehler von mir nochmal in Qualifying. So, okay, gut, jetzt machen wir weiter. Anders natürlich auch dabei. Ja, natürlich, hast du ja schon gesagt. Genau. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal auf das Rennergebnis nochmal ein vom großen Preis von Italien. Das macht mal der Arne, da ist nämlich vor sich liegen. Genau, also erst ist ja der Philipp Selle geworden. Danach kam der Ole mit 2 Sekunden, na, fast 3 Sekunden Abstand. Dann auf Platz 3 war der André Hoffmann mit 16 Sekunden Rückstand. Dann auf 4 Patrick Lemur, auf 5 Sebastian Pfeiffer, auf der 6 Johannes Leitner. Und auf der 7 Morgan Freeray, nee, doch 7 Morgan Freeray, jetzt muss ich gerade noch gucken, und auf der 8 Dominik Röken, die hatten alle eine Runde Rückstand, also von 4 bis 8 alle eine Runde Rückstand. Dann auf der 9 Stefan Zern, auf der 10 Fabian Elling und auf der 11 Yannick Malaika. Die haben alle 2 Runden Rückstand gehabt. Genau. Gut, dann haben wir das ja schon mal einmal durch. Ich denke mal, wir kommen jetzt auch gleich mal zum nächsten Punkt, nämlich zu den Strafen. Weil natürlich sind Beschwerden eingegangen. Oh Na gut, ja. im Grunde ist eigentlich bloß eine Beschwerde, glaube ich, eingegangen, ne? Ja. Ich glaube, eine ist eingegangen, genau. Ja, eine. Eine ist eingegangen. Und wir hatten natürlich auch noch so einige Leute noch auf, sag ich mal, auf den Kicker, wo wir gesehen haben im Rennen, dass die da auch schon ein bisschen was Schlechtes gemacht haben und haben es die natürlich auch nochmal angeguckt, oder der Arne hat sich die angeguckt. Und zwar der erste, der betroffen ist, ist der Johannes Leitner. Ah, ne. Richtig, den haben wir einmal abkürzen, naja, abkürzen, ja doch eigentlich abkürzen sehen. Und dafür haben wir ihn in 25 Sekunden draufgegeben und deshalb ist er einen Platz zurückgefallen und kriegt daher einen Punkt weniger und Freeway kommt noch einen Platz nach vorne. Genau, so wenn ich jetzt nebenbei nochmal die Tabelle nochmal kurz überarbeite, weil ich gerade sehe, dass ich da wieder die Plätze vergessen habe zu ändern. Der zweite, der bestraft worden ist, wo wir es auch schon im Rennen gesagt haben, dass wir uns den auf jeden Fall nochmal anschauen werden, ist der Sebastian Pfeiffer und der hat richtig abgestaubt an Strafen. Was Oh hat ja. der denn alles so Schönes bekommen, Arne? Also jetzt an Strafen oder Ja, was er oder was? allgemein sagen wir es mal was so, was er bekommen hat als Strafen. Also Für er hat. welches Vergehen? Ach so, für welches Vergehen? Ja, Moment, jetzt muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Also er hat dreimal von 3 Boxenstops dreimal die weiße Linie überfahren und hat dann viermal abgekürzt, was ich gesehen habe. Ich habe aber nur bis Runde 20 geguckt. Danach hatte ich dann keine Lust mehr. Das hat mir dann genügt. Wir haben uns Also jetzt. abkürzen in dem Sinne, so wie wir es in der Aufnahme einmal gesehen haben sogar. Abkürzen, im Teil Schikane ausgelassen, ohne vom Gas zu gehen, wieder sofort auf die Strecke und Vollgas und hat sich dadurch, glaube ich, mindestens, denke ich mal, locker, flockig, denke ich mal, bestimmt im Rennen 5 bis 6 Sekunden wahrscheinlich Vorteil verschafft. Mindestens. Ja, das kommt ungefähr hin. Jetzt haben wir ihn in diesem Rennen nach ganz hinten versetzt, also von der 5 auf die 11, also alle rücken einen Platz nach vorne noch. Und im nächsten Rennen wird er von ganz, 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 ganz hinten starten. Zu der Frage, warum er so viel bekommt, ist glaube ich so drin, dass glaube ich mindestens, glaube ich, für jeden Bocken, glaube ich, sind irgendwie für weiße Linien, glaube ich, 25 Sekunden überfahren, ne? Ich glaube, es Ich waren weiß es gar 25, nicht. ne? Oder waren es 20 bloß? Ich glaube, es waren 20, also 3 mal 20 wären wir bei 1 Minute und dann noch 4 mal 25, da wären wir bei, ja, auf jeden Fall eine jede Menge Zeit. Genau, Allerdings. also sind wir locker bei über 2 Minuten und er war ja schon eine Runde zurück und der Schlechteste war ja maximal nur 2 Runden zurück. Also wäre im Grunde fast nachher sogar schon 3 Runden zurück gewesen. Richtig. Und daher schlussendlich ist er Letzter geworden. Wir haben es allerdings auch schon vorher angekündigt, ihm gesagt gehabt, dass er bitte das abkürzen lassen sein soll. Das haben wir sogar in den Trainingssessions zu ihm geschrieben, als glaube ich sogar noch außerhalb des Wochenendes, glaube ich noch am Samstag, glaube ich, waren wir sogar noch auf dem Ich habe Server drauf, sogar ne? am Mittwoch schon mal geschrieben gehabt. Ja, also wir haben es ihm mehrfach gesagt, dass er bitte dieses Abkürzen lassen sein soll und ist da doch bei ziemlich vielen Sachen doch mit Absicht aus, weil, naja, gut. Aber wir haben noch was. Auch nach Protest verhängt, der Dominik Röken hat in Runde, jetzt muss ich, ich glaube, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es war Runde 9.
Da ist er dem Yannick Malaika in der ersten Kurve reingefahren und deshalb hat er eine Verwarnung gekriegt, weil er den weggedreht hat. Also nach Protest eine Verwarnung bekommen. Okay, nach Protest eine Verwarnung bekommen. Gut, ja, dann gehen wir jetzt mal kurz nochmal auf den WM-Stand ein, bevor wir jetzt gleich noch zu einer extra Nachricht kommen, auf jeden Fall. Ja, die Tabelle habe ich jetzt gerade vor mir liegen, frisch mit den ganzen Plätzen auch mal richtig, nicht so wie beim letzten Mal, als der André das vorgelesen hatte und die Plätze falsch waren. Ja, erster ist noch immer André mit 81 Punkten, dahinter auf Platz 2 ist der Salle mit 65, Ole auf Platz 3 mit auch 65. Grund, warum der Salle auf Platz 2 ist, ist einfach, er hat die höhere Anzahl an Siegen, und zwar ein, Ole hat 0. Der Johannes Leitner ist Vierter mit 44 Punkten, Monk Freeway ist Fünfter mit 36, genauso wie Dominik Kricken auch 36. Monk Freeway ist allerdings davor, weil er eben halt die bessere Platzierung hat, mit Platz 3 in Brasilien. Patrick Lemur ist Siebter mit 32, Stefan Zerne mit 24 auf Platz 8, Benjamin Preek 14 Punkten, Fabian Elling in seinem ersten Rennen auch mit 11 Punkten, Yannick Malaika ist 10 Punkte, Sebastian Pfeiffer hat 8 Punkte noch denn nach Hause gebracht, hätte eigentlich 15 gehabt. Und ja, des Weiteren ja, gibt es bisher noch keine Leute, die weiter Punkte gesammelt haben. In der Teamwertung sieht es recht dominant aus, auf jeden Fall für Red Bull mit 146 Punkten. Gefolgt von Cater mit 101 Punkt. Auf Platz 3 ist Williams vorgerückt mit 46 Punkten. Wir sehen es auch schon in der Tabelle mit den Grafiken, wer irgendwie hochgegangen ist und wer runtergegangen ist. McLaren ist nur noch Vierter jetzt mit 44 Punkten. Ferrari auf Platz 5 mit 43 Punkten. Also bei diesem großen Punktesystem, was wir haben, drei Teams nach drei Rennen doch sehr eng zusammen. Mal schauen, wie es am Ende der Saison ist. Force India auf Platz 6 mit 24 Punkten. Mercedes, AMG mit 14 Punkten auf dem 7. Platz, die allerdings auch nur im ersten Rennen die Punkte bisher geholt haben. Lotus auf Platz 8 nur mit 9 Punkten. Eigentlich der mit Red Bull große Favorit eigentlich auf den WM-Titel, nur auf dem vorletzten Platz. Und Sauber auf Platz 9 mit 8 Punkten. Ja, das war eigentlich soweit zu WM. Wir können jetzt nochmal sagen, welche Fahrer jetzt erstmal ersetzt werden für die nächsten Rennen. Möchtest du was übernehmen? Ja. Kann ich machen, sind ja nur drei. Der Lukas Nitras, der hat sich jetzt vorzeitig erstmal für ein paar Wochen bei dir abgemeldet. Deshalb haben wir den jetzt erstmal auf inaktiv gesetzt und werden ihn erstmal ersetzen. Den Marc Schlüter durch sein Tire-Plugin, was immer noch nicht funktioniert. Und den Tim Burmeister auch jetzt durch Abwesenheit. Der hat zweimal gefehlt. Genau, und da wird der Tim Burmeister wird ersetzt durch Yannick Malaika. Der Sebastian Pfeiffer nimmt quasi den Platz von Yannick Malaika. Und ja, bei Marc Schlüter, da wer das so alles nachher übernimmt, also ich weiß auch, der Lukas Nitras wird auf jeden Fall vom Jimmy Gomez übernommen. Und ja, damit ist auf jeden Fall noch ein Platz auf jeden Fall frei wieder, offiziell in der Liga. Und wer diesen Platz belegen wird, hängt wieder davon ab. Ihr dürft euch ab jetzt wieder offiziell bewerben. Und dafür gibt es jetzt sogar schon am Samstag einfach einen Test. Habe ich mir einfach so entschieden, machen wir es einfach mal rucki-zucki diesmal. Einige Bewerbungen sind da schon eingegangen. Und ja, schreibt einmal fleißig wieder Bewerbung an wl@walizkilp.de. Was alles reinkommen soll, ist Fahrer, also euren Namen, den ihr mit welchem Namen ihr antreten wollt. Der Arne möchte das eigentlich immer gerne mit richtigen Real-Life-Namen haben. Ich bin dafür, dass man nicht unbedingt mit Real-Life-Namen fahren muss. Es sollte allerdings schon ein vernünftiger Name sein und nicht irgendwas wie Schieß mich tot. Shooter King. Shooter King zum Beispiel. Braucht ihr keine Shooter King nennen oder Michael Air Jordan. Na gut, Michael Air Jordan ist vielleicht noch vernünftiger, aber dieses Air Jordan muss da vielleicht nicht mit drin sein. ja, des Weiteren könnte ich natürlich auch die Leute auch für 2005 bewerben. 2005 sind auch noch Plätze frei, auf jeden Fall. Ich glaube, einer ist mindestens noch frei. Da haben hat sich jetzt auch schon einer beworben. Und ja. Was kommt? Achso, was als reinkommt? Name, Vorname, Alter, unter welcher Nation ihr antreten wollt, eure Erfahrung, mit was ihr fahrt und einen kleinen Bewerbungstext dazu am besten. Ja, und das war's eigentlich von meiner Seite. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Schönes, Arne? Nein, ich habe nichts. Gut. Zur Information, welche Strecke denn gefahren wird. Es wird beim Testtrack dann wieder so wie damals Brasilien gefahren, einfach nur um Zeiten vergleichen zu können, weil wir eben halt die Testzeiten haben wir damals von Brasilien, können daher ganz gut vergleichen immer, wie schnell ihr wirklich seid. Und ja, das war's eigentlich von mir. Wo es das gibt, auf der Webseite.
wo es also gibt, alles findet ihr eigentlich auf der Webseite, Downloads und sowas, alles mögliche. Ergebnisse des letzten Testtages und so, damit ihr seht, was ihr fahren müsst. Fahren Um wirklich. dann beide die RFT-Version? Ja, ne? Oder? Beide Mods, RFT? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, der eine ist ja der CDTP-Mod. Ja, Der ach stimmt, ja, die haben ja ein 2005er. eigenes Texture-Pack. Genau, die haben. Eigenes Texture-Pack, sage ich schon, eigenes Track-Pack. Ja, aber die fahren ja auch Brasilien, sind auch damals Genau. Brasilien gefahren. Ja, die fahren auch Brasilien. Gut. Ja, das war es dann auf jeden Fall erstmal von mir. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Informationspreview oder weiß was ich. Ja, das war es auf jeden Fall von mir, von Arne, denke ich auch mal. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.